Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Das heutige Video ist sozusagen der zweite Teil der Videoreihe, welche Lebensmittel sich bei uns in der Küche befinden. Eigentlich wollte ich alles in ein Video packen, das wäre dann aber doch zu lang gewesen und da habe ich mich ganz spontan entschieden, einen ersten Teil und dann später einen zweiten Teil hochzuladen. Im ersten Teil habe ich euch gezeigt, welche Lebensmittel sich bei uns im Kühlschrank befinden, auch im Tiefkühlfach. Wer das Video noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich es oben rechts in den Infokarten. Bei uns im Haushalt liegt der Fokus eindeutig bei pflanzlichen Lebensmitteln. Also 98% unserer Lebensmittel sind pflanzlich. Also für mich 100%, für meine Jungs sind es so ungefähr 98%. Ab und zu gibt es auch Eier. Wer das Kühlschrankvideo gesehen hat, wird das wissen. Ich will hier nochmal ganz ausdrücklich betonen, meine Jungs sind weder 100%ige Veganer noch 100%ige Rohköstler. Hier gibt es ab und zu Ei, ganz selten mal Käse. Und wenn sie bei anderen Familienmitgliedern sind oder bei Freunden, da können sie alles essen, was sie möchten. Ich möchte nochmal hier auch in diesem Video erwähnen, im Kühlschrankvideo habe ich das ja schon getan, dass so der Supermarkt immer so eine Vielfalt an Milchprodukten, Getreideprodukten, Fleischprodukten vermittelt, aber die Basisprodukte, die sind ganz wenig. Also bei den meisten Menschen bestimmen Milchprodukte, Getreideprodukte und Fleischprodukte den Speiseplan. Aber die Basisprodukte von allen Milchprodukten, vor allem was man im Supermarkt findet, ist immer nur die Kuhmilch, also ein einzelnes Produkt. Und bei den Getreideprodukten ist es meistens auch nur der Weizen. Und bei den Fleischprodukten ist es Rindfleisch, Schweinefleisch oder Hühnefleisch. Also fünf Lebensmittel bestimmen den Speiseplan der meisten Menschen. Und ich habe in den letzten Jahren oder seitdem ich mich pflanzlich ernähre, ernähre mich auch schon lange vegan, also mit Kochkost, seit knapp 6 Jahren von Rohkost. Und dann habe ich so diese ganze pflanzliche Vielfalt kennengelernt. Und das möchte ich natürlich auch meinen Jungs vermitteln, wie vielfältig die pflanzliche Kost einfach ist. Und wer mich schon länger verfolgt und schon einige Videos von mir verfolgt hat, gesehen hat, der wird es ja auch wissen, wie vielfältig die pflanzliche Kost ist. Und manchmal, wenn man so überlegt, im Supermarkt gibt es halt eben die Milchprodukte, wo ein Basisprodukt einfach nur Kuhmilch ist. Es wird halt verschieden noch verarbeitet und mit verschiedensten Aromen aufgepeppt. Und dann gibt es noch die Kategorie Obst und Gemüseprodukt oder Obst und Gemüse. Aber Obst und Gemüse, das kann man gar nicht gleichsetzen wie Milchprodukte, weil Milchprodukte haben als Basis Kuhmilch. Und Obst und Gemüse, da gibt es die Beerenfrüchte, da gibt es die Steinfrüchte, da gibt es die Gemüsefrüchte, dann gibt es Wurzelgemüse, grünes Blattgemüse. Und dann sind innerhalb dieser Beerenfrüchte gibt es auch ganz tolle Beeren, die so verschiedenste Wirkungen haben. Also Obst und Gemüse, das hat so unglaubliche verschiedenste Wirkungen für unsere Gesundheit. Das kann man gar nicht gleichsetzen mit dem Begriff Milchprodukte, wo ja die Basis meistens nur Kuhmilch ist. Genau, das wollte ich hier mal an dieser Stelle gesagt haben. Es geht jetzt weiter mit den Lebensmitteln, die sich zum Beispiel hinter mir befinden, in meinem Grünkraut- und grüne Gräserregal. Wir haben im Regal auch noch frische Lebensmittel. Und dann zeige ich euch auch, was sich in unserem Küchenschrank befindet. Ich möchte nochmal ausdrücklich betonen, wir haben auch Lebensmittel in Plastikverpackung. Also mein Kanal heißt ja auch nicht plastikfrei oder Leben ohne Plastik. Wer weiß, vielleicht geht es mal in ein, zwei Jahren in die Richtung, aber wir kaufen noch Produkte wie Nudeln, also meistens glutenfreie Nudeln oder auch wenn wir Trockenfrüchte kaufen, Nüsse, Getreide für meine Grüngraszucht oder verschiedene andere Produkte, Körner, Getreide, Saaten für meine Sprossenzucht, die sind oftmals in Plastikverpackung. Also weil es doch immer mal auch mal so Kommentare dazu gibt, ich weiß das alles, mir ist das alles bewusst. Ich persönlich ernähre mich ja hauptsächlich von frischen Lebensmitteln. Ich bekomme auch jede Woche eine Bio-Kiste, also fast alles in Papiertüten oder einzeln. Es gibt dann auch mal, wenn ich mir zum Beispiel Postelein im Feldsalat bestelle, dann ist der in so einer Plastiktüte aus Mais, also sowas, was kompostierbar ist. Also das meiste, was ich persönlich esse, ist plastikfrei, aber meinen Jungs biete ich dann eben einfach eine größere Vielfalt. Die wollen nicht so essen wie ich und dann gehe ich einfach Kompromisse ein. Also ihr seht, in unserem Küchenschrank gibt es viele, viele verschiedene Lebensmittel und es ist auch so ein bisschen ein Vorrat. Also damit kommen wir wirklich lange, lange hin. Und genau, jetzt eröffnet sich für euch die pflanzliche Vielfalt in unserer Küche. Viel Spaß mit diesem Video. Weiter geht's mit unserem Frischeregal. Hier ziehe ich Grünkraut, grüne Gräser und hier stehen auch noch ein paar frische Lebensmittel. Ich ziehe zum Beispiel Erbsengrün. Hier habe ich auch schon einmal geerntet. Das ist alles Erbsengrün. Hier haben wir noch wachsende Pflänzchen. Die kann ich auch bald ernten und entsaften. Das ist Weizengras. Das habe ich schon einmal geerntet. Und das ist junges Weizengras. Das kann noch ein bisschen wachsen. Das ist Gerstengras. Und hier oben wächst
Kamutgras und auch noch ein bisschen Erbsengrün. Genau, und hier wird auch Weizengras wachsen und hier Sonnenblumenkerngrün. Weiter unten gibt es Obst. Hier in diesem Korb seht ihr viele Äpfel, dann hier Grapefruit, Physalis und einige Zitronen. Hier ganz rechts gibt es noch eine Gemüsefrucht, Paprika. Und hier in der Ecke seht ihr meine liebsten grünen Pulver und auch einige Nahrungsergänzungsmittel. Hier oben ist Vitamin D und Vitamin K2, darunter natürliches Jodextrakt aus Kelbalgen und weiter unten hochdosiertes Zink. Daneben seht ihr drei Gläser mit grünen Pulvern. Ganz oben ist Brennnesselpulver, damit der Papayablatt grün und ganz unten Neemgrün. Und ich mische mir ab und zu jeweils einen Teelöffel mit Wasser zusammen, also alle drei Pulver zusammen und trinke dann dieses Gebräu, würde ich das mal sagen. Das ist total bitter, aber auch sehr, sehr anregend und hat auch eine sehr, sehr kraftvolle Wirkung. Und ja, ab und zu gönne ich mir das einfach. Daneben ist mein absolutes Lieblingsgrünpulver und zwar Grassaft. Grassaft aus Gerste und Kamut. Also das trinke ich fast jeden Tag und das schmeckt mir sehr, sehr gut und hat auch eine wirklich sehr, sehr angenehme energetisierende Wirkung auf mich. Dann der Ecke Biobasis Plus. Das ist so eine kleine Darmreinigung mit vielen Kräutern, Sprossen und auch Algen. Es sind noch ein bisschen Flohsamschalen dabei. Hier grünes Leben, auch ein ganz, ganz tolles Pulver. Das hatte ich zum Beispiel auf La Palma mit dabei. Besteht auch aus Algen und Sprossen und Gras. Ein ganz tolles grünes Pulver, was so ein bisschen wie Gemüsebrühe riecht. Und hier sieben Kräuter, auch ganz, ganz tolles Pulver. Die sieben Kräuter, die entschlacken und entgiften den Körper und unterstützen das Verdauungssystem. Ich schaue noch mal schnell. Das sind so ganz tolle Kräuter. Bibernelle, Kümmel, Fenchel, Wacholder, Wermut, Anis und Schafgarbe. Gehen wir noch eine Etage weiter runter. Ganz viel Knoblauch und da hinten in dem Körbchen, das ist frischer Ingwer und frischer Kurkuma. Eine einsame Gurke, eine Kokosnuss. Hier gibt es ein paar reife Bananen. Hier unten Weißkohl, ganz viele Saftmöhren. Die sind jetzt noch in der Tüte. Dann haben wir hier auch noch rote Beete. Also hier ist noch eine halbe rote Beete. Die habe ich schon entsaftet kürzlich. Hier ist auch noch ein Kilo rote Beete. Und daneben sind jetzt noch zwei Tüten mit Kartoffeln für die Jungs. Hier haben wir auch noch eine Dose mit Leinsamencrackern. Da schauen wir gleich mal rein. Das sind sehr schmackhafte Leinsamencracker. Drei Sorten, Curry, Lauch, Paprika und das ist die Sorte Apfelzwiebel. Den Link zu diesem Rezept setze ich euch oben rechts in die Infokarten. Hier in diesem Regal seht ihr Weizensprossen für Weizengras und Erbsensprossen für Erbsengrünkraut. Also die können jetzt noch so zwei Tage keimen. Hier gibt es noch viel mehr Erbsensprossen, richtige Erbsensprossen schon. Die kann ich heute auf Erde betten und da wächst ganz schmackhaftes Erbsengrünkraut daraus. Weiter unten seht ihr fermentiertes Gemüse, also fermentierten Rotkohl und fermentierten Weißkohl. Und der Weißkohl ist zum Teil auch noch mit Möhren vermischt. Also fermentierte Möhren sind auch sehr, sehr, sehr schmackhaft. Daneben steht ein kleines Päckchen, das habe ich kürzlich bekommen, das zeige ich euch mal. Weil ich auch immer Fragen bekomme, welche Saaten ich für die Sprossenzucht empfehlen kann. Und ich wurde von einer Leserin meines Blogs darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch mal diese Saaten von der Firma Saatzucht Bartowig GmbH testen könnte, dass die ganz tolle Saaten haben. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich habe mir so ganz tolle Saaten bestellt. Hier Basilikum für Basilikumsprossen, dann noch ein Basilikum, ein rotes Basilikum, dann hier Schnittknoblauch, was gibt's hier noch? Zwiebeln. Zwiebeln sind auch sehr, sehr schmackhafte, würzige Sprossen, da freue ich mich drauf. Dann haben wir hier Rotkohl. Was ist hier? Rucola, Salatrauke. Rote Rüben, also rote Rüben habe ich auch noch nie gekeimt, da bin ich mal sehr gespannt auf diese Sprossen. Dann gibt es hier noch Brokkoli Raab und nochmal Brokkoli, eine andere Sorte, bin ich auch sehr gespannt. Porree habe ich auch noch nie keimen lassen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie die Sprossen schmecken. Hier haben wir noch Mangold, den habe ich auch noch nie keimen lassen, weiß ich auch nicht, wie diese Sprossen schmecken. Koriander bin ich auch sehr gespannt. Und hier haben wir noch Saaten für Gras.
Hafergras und Gerstengras werde ich aus diesen Saaten ziehen. Da bin ich sehr gespannt. Ich setze euch den Link zu Saatzucht Badowick GmbH unten in die Infobox. Schaut da unbedingt mal rein. Ganz, ganz tolle Saaten könnt ihr da finden mit einer ganz super Beschreibung, wie ihr dann diese Saaten erfolgreich ziehen könnt. Weiter unten gibt es auch noch ein paar Lebensmittel, getrocknete Tomaten. Die sind ohne Salz, die bestelle ich bei Keimling. Dann haben wir hier noch einen großen Karton, da sind Datteln enthalten. Und hier habe ich auch was Selbstgemachtes, das ist noch von der Weihnachtszeit übrig. Roh vegane Lebkuchen, die schmecken so gut, einfach nur aus Roggensprossen, Möhrentrester, Datteln, ein bisschen Kakao, Kokosmehl und dann eine Schokoglasur dazu. Mein ältester Sohn, der liebt diese Lebkuchen und die kann man auch gut noch im Winter essen, also Januar, Februar. Hier stand diese Tüte, da sind Mandeln enthalten, Haselnüsse und Erdnüsse. Und hier gibt es noch ein paar Dosen, da sind Karobschoten enthalten. Über Karob gibt es auch schon ein Video auf meinem Kanal, das habe ich 2016 auf Sardinien aufgenommen. Das verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Normalerweise stehen hier auf dem Tischchen viel mehr Sprossengläser und Sprossentürme oder eingeweichte Saaten. Da ich aber in nächster Zeit für eine Weile fasten werde, habe ich jetzt die Sprossenzucht etwas heruntergefahren. Hier habe ich heute noch Boxhorn-Kleesamen eingeweicht. Die lasse ich so 6-7 Tage keimen und dann werde ich mir einen sehr kraftvollen Saft daraus pressen. Das sind Alfalfa-Saaten, die werde ich auch so 7 Tage ankeimen und mir dann auch zu einem Saft pressen. Und hier in diesem großen 3-Liter-Glas, da seht ihr auch schon ein paar Alfalfa-Saaten. Und man kann es nicht glauben, aber nach 7 Tagen ist dieses ganze Glas voll. Wer wissen möchte, wie man Alfalfa-Saaten ankeimt, dazu gibt es auch schon ein Video hier auf meinem Kanal. Das verlinke ich entweder oben rechts oder setze den Link dazu unten in die Infobox. Und hier gibt es noch ein Keimglas mit Linsen. Die isst mein ältester Sohn gern. Für ihn keime ich ab und zu Hülsenfrüchte. Mittlerweile sieht es so bei den Sprossen aus. Das sind jetzt die Boxhornklee-Sprossen. Die habt ihr ja schon eingeweicht gesehen. Die sind jetzt tüchtig gewachsen. Und die lasse ich jetzt noch schön im Licht stehen, dass sie auch grüne Plättchen ausbilden. Das sind jetzt ganz viele Alfalfa-Sprossen, die hier stehen. Die habe ich jetzt auch aus dem großen Glas herausgenommen, dass sie sich noch ein bisschen strecken können und dass sie auch noch mehr grüne Plättchen bilden können. Und diese Alfalfa-Sprossen wie auch diese Boxhornklee-Sprossen werde ich in den nächsten Tagen während meines Saftfassens entsaften. Als nächstes schaue ich mit euch in unseren Küchenschrank und ich kann mir vorstellen, dass es hier einige Lebensmittel gibt, von denen die meisten noch nie was gehört haben bzw. noch nie probiert haben. Fangen wir hier oben an. In den Gläsern bewahre ich selbstgemachtes Fruchtleder, Fruchtnaschis für meine Jungs auf. Die werden aus Bananen, Kakao, Karob, verschiedenen Früchten, Erdbeeren, Heidelbeeren, Sauerkirschen, Himbeeren wird dieses Fruchtleder hergestellt. Sehr, sehr, sehr schmackhaft. Hier gibt es auch noch Naschi, was ich gern für meine Jungs herstelle. So eine Art Energiebällchen aus Mandeln und Datteln und Kakao. Ist auch ein bisschen Gerstengraspulver dabei. Ein bisschen Buchweizenpulver. Also sehr, sehr energiereich und mineralstoffreich. Dahin in dem Körbchen gibt es so ganz verschiedene Gewürze. So Curry und Paprikapulver, verschiedene getrocknete Kräuter. Also alle möglichen Gewürze, die man sich so vorstellen kann. Hier weiter unten, das ist so das Fach für Karob, Kakao und geschälte Hanfsamen. Auch Buchweizenpulver ist hier dabei. Gewürze, also Zimt und Vanille. Wir haben ja verschiedenen Karob, Karob und Sonnenkarob und auch Mesquite-Pulver. Da hinten gibt es auch noch Kakaobohnen und hier Lokuma-Pulver. Das kann man auch so für Desserts nehmen, süßt auch ein bisschen. Genau, hier ganz viel Hanf. Gibt es auch noch Hanf in Glasflaschen. Shatavari-Pulver, Buchweizenkeimpulver, das verwende ich gern eben für Energiebällchen. Das ist nochmal eine schöne Vitamin-B-Quelle für meine Jungs. Hier weiter unten im Fach, dann gibt es zum Beispiel Öle, Olivenöl, Leinöl, Tamari, Hefeflocken, auch Oliven. Dann gibt es auch einiges an gekeimten Saaten, getrocknete Senfsprossen und getrocknete Buchweizensprossen. Großes Glas mit getrockneten Sonnenblumenkernsprossen. Dann haben wir auch Wildreis. Brennnesselsamen, die finde ich auch sehr, sehr schmackhaft für Salate. Dann gibt es hier noch einiges für die Jungs. Basmati-Reis, Quinoa, Hirse, Buchweizen. Da hinten sind noch eingeweichte, getrocknete Kürbiskerne. Genau, noch ein paar Gewürze. Garam Masala und Kala Namak, das so ein bisschen so einen Eigeschmack erzeugt. Und das hier ist das Fach mit Trockenfrüchten und
Nüssen und Saaten. Also rechts gibt es Trockenfrüchte wie Datteln und Feigen, grüne Rosinen, Maulbeeren. Ich glaube, Physalis ist auch noch dabei. Und hier auf der rechten Seite dann eben Mandeln und wilde Erdnüsse, Sonnenblumenkerne, Erdmandeln, also verschiedenste Saaten, auch nochmal gehobelte Erdmandeln weiter hinten. Genau. Hier weiter unten, rechts, da gibt es Baobab-Fruchtstücke. Die hat mir eine liebe Freundin aus Senegal mitgebracht. Die gibt es aber auch bei Pure Raw, dann ohne Kern. Also ist ein bisschen angenehmer, die kleinen Fruchtstücke von Pure Raw zu kauen, gerade wenn man Kinder hat. Und hier ist immer noch so ein Kern drin, das muss man dann immer so ein bisschen abknabbern. Und von ihr habe ich hier auch Moringa-Blüten und Moringa-Saaten. Dann so ein paar glutenfreie Nudeln, also hier oben Reisspirelli, unten das sind dann Dinkelspirelli, die sind dann aber schon mit Gluten. Dann gibt es auch eine Backmischung für glutenfreies Schnellbrot. Dann haben wir hier noch Sonnenblumenkerne ungeschälte, daraus ziehe ich mir dann eben Sonnenblumenkerngrün, dann noch glutenfreie Haferflocken. Ganz hinten gibt es so Meeresalgen, Makroalgen, Meeresspaghetti, Dulce-Algen. Dann weiter hinten Flohsamenschalen, zwei Packungen. Da mache ich auch zum Beispiel so Grießbrei, rohveganen Grießbrei für meine Jungs. Dann gibt es hier auch noch so gepuffte Hirse, ist das, glaube ich. Dann gibt es noch gepuffte Wildweizen. Und hier ist auch noch so eine Art Sprossenmüsli, was ich meinen Jungs manchmal mit diesen gepufften Saaten dann einfach vermische. Und da gibt es dann noch eine pflanzliche Milch dazu. Jetzt habe ich erstmal die Uhr ausgemacht. Meine Jungs haben hier in der Küche die Uhr eingestellt, weil sie gerade Minecraft spielen. Und damit es gerecht ist, wird die Zeit immer so eingestellt, dass jeder die gleiche Zeit spielen kann. Hier weiter oben im Fach, da gibt es vor allem Mikroalgen wie Chlorella in Pulverform, auch in Form von Presslingen hier in diesem Glas. Dann gibt es auch Spirulina in Pulverform und auch in Form von Presslingen von Pure Raw. Dann haben wir hier noch ein grünes Pulver aus verschiedensten grünen Superfoods, das haben wir uns noch aus La Palma mitgebracht. Dann gibt es hier das Oreganoöl, das habe ich ja für meine Parasitenkur auch verwendet. Hier in diesem Glas dieses gelbe Pulver, das ist Schwefel. Ich wollte mal die Schwefelkur nach Dr. Probst durchführen, habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Das setze ich irgendwann im Laufe des Jahres um. Weil da hinten gibt es noch getrocknete Papayakerne, die hatte ich ja auch für die Parasitenkur verwendet. Dann noch Zeolit, dann Sangokoralle und nochmal Zeolit. Was hier so eingerollt ist, das zeige ich euch mal, das sind Wraps für Apfelstrudel. Also kann man ganz schmackhaften, rohveganen, glutenfreien Apfelstrudel herstellen. Und wenn wir mal viele Bananen da haben, weil vielleicht gerade bei uns im Bioladen reife Bananen im Angebot sind, dann schlage ich immer zu und dann bereite ich diesen Wrap zu und dann lagern wir den hier im Schrank und dann kann ich jederzeit in kurzer Zeit für Besuch oder auch für meinen Ältesten, der Apfelstrudel liebt, einfach einen ganz fantastischen Apfelstrudel zubereiten. Hier weiter oben gibt es vor allem Fette, also Kokosmus, Kokosöl, Nussmus für meine Jungs, die lieben Nussmus. Weiter hinten gibt es auch noch einen Eimer mit Mandelpüree, auch sehr schmackhaft für Schokolade oder für Soßen oder Desserts. Kann man das noch ein bisschen verfeinern. Hier gibt es noch ein bisschen was Süßes für meine Jungs. Das sind hier so Schokoladenriegel aus dem Bioladen, die sind auch vegan. Dann gibt es hier noch einen Weihnachtsmarzipanmann, der ist mit Honig gesüßt. Und hier gibt es noch ein paar Fruchtriegel, auch Rohkost-Fruchtriegel, Maulbeere, Vanille, dann Physalis und das ist die Sorte Kirsch. Und hier weiter oben, da stehen vor allem Süßungsmittel, also Kokosblüten, Zucker, Yakonpulver und Xylit. Auf der linken Seite in dem Glas ist auch nochmal Xylit oder Birkenzucker. Genau, das verwende ich manchmal. Und ach ja, hier ist noch eine Flasche, das ist Kokosblütensirup. Genau, das sind jetzt die Regale hier in diesem oberen Schrank. Habe ich euch soweit im Groben erstmal alles gezeigt. Und hier unten geht es auch noch weiter. Das ist so mein Saatenregal. Hier seht ihr zum Beispiel Braunhirse. Hier haben wir Boxhornklee, ungeschälten Hanf, Kresse. Hier ist Kamut in diesem Glas. Dann gibt es hier noch Alfalfa und in dieser Dose Gerste. Also Chia habe ich da noch dabei. Verschiedenste Hülsenfrüchte, Kichererbsen. Das will ich jetzt nicht alles rausräumen, da wird das Video dann auch zu lang. Also alles, was man so keimen kann, habe ich hier in diesem Regal stehen. Hier weiter drüben sind so ein bisschen Vorräte, also auch ganz viele Sonnenblumenkerne und Weizen und Hafer und auch von Keimlingen ein paar Nüsse für meine Jungs, Paranüsse und Mandeln, Cashewnüsse, Macadamianüsse sind dabei, auch Feigen und Mangos, getrocknete. Hier haben wir noch ein paar Hefeflocken, auch noch gekeimte Saaten, Kürbiskern, Mungbohnen sind noch dabei zum Keimen. Haben wir zum Beispiel noch so ein Reisvollkornmehl, da backe ich manchmal einen Kuchen für meinen Ältesten, so einen Karapfischkuchen. Hier haben wir noch ein glutenfreies, so eine Art Knäckebrot aus Kastanienmehl.
Genau, das ist so ein bisschen das Vorratsregal. Hier unten ist auch noch ein bisschen Vorrat, noch ein Fruchtpunsch und Kokoswasser, Checkfruchtfleisch, dann Hirsemilch, noch ein bisschen Chlorella-Pulver. Weiter hinten stehen auch noch Gläser mit Papaya und Nienblattgrün und Amazonas-Darmreinigung, die ich nach meiner Fastenkur machen werde. Und hier haben wir noch selbstgemachte Grünkohl- und Palmkohl-Chips. Dahinter stehen noch ein paar Flaschen mit Apfelessig, Kräuteressig. Genau. Jetzt möchte ich euch noch unsere Lieblingsschokolade mit Rohkakao zeigen. Die gibt es in 4 Sorten. Nukao, Kokoszimt, Haselnuss, Espresso und Berberitzenbeere. Unsere absolute Lieblingssorte ist die Sorte Haselnuss. Die ist sogar mein Jüngster und der mag eigentlich die Schokoladen mit Rohkakao nicht so gern. Die Nukao, die gibt es bei uns in Bioläden. Schaut einfach mal bei euch in Bioläden, ob ihr diese Nukao finden könnt oder aber auch über das Internet. Ich setze euch einen Link zu dieser Schokolade unten in die Infobox. Und wir schauen mal hier, was in den Schokoladen enthalten ist. Also die Basismasse ist meistens rohe Kakaomasse, Hanfsamen, rohe Kakaobutter, getrockneter Kokosblütennektar, Mandeln, Espresso, Bohnen, Lucuma, Acerola hier in der Sorte Espresso. Und bei der nächsten Sorte gibt es halt Berberitzenbeeren noch dazu, bei Haselnuss dann eben Haselnüsse und bei Kokoszimt einfach Kokosflocken und Zimt, sonst sind die Basiszutaten alle identisch. Wirklich eine wundervolle Schokolade, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. So, mit diesem Video, mit dem ersten Teil, mit dem Kühlschrank-Video, wisst ihr also jetzt, welche Lebensmittel bei uns in der Küche zu finden sind. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Wenn ihr noch Fragen habt zu irgendeinem Lebensmittel oder zu irgendeiner Zubereitungsweise oder zu irgendetwas, was ihr hier in diesem Video gesehen habt, dann lasst einfach einen Kommentar unter diesem Video. Ich freue mich natürlich auch über Feedback oder auch über konstruktive Kritik. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Video, eure Silke.